Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gabatrons. Heute packen wir Delios Dead Heart Breakers aus für die Nintendo 3DS bzw. Nintendo 2DS. Ist am Freitag, dem 25.05. erschienen und das habe ich mir mit einem anderen Spiel für die PS4 beim Saturn vorbestellt. Leider war das PS4-Spiel noch nicht da, da habe ich mich sehr drauf gefreut. Aber ihr seht das dann wahrscheinlich nächste Woche bei mir, wenn ich es hinkriegen sollte. Ja, das ist ein 3DS, 2DS Exklusivspiel von Nintendo. In Japan gibt es da, glaube ich, mehrere Teile von. Und ich weiß auch, wo das bei der Nintendo direkt angekündigt wurde. Viele haben dann gesagt, ach, was ist das für ein Kackspiel? Und haben sich irgendwie allgemein über die 3DS-Spiele aufgeregt. Aber ich bin ja ein Mensch, ich freue mich über jedes 3DS-Spiel. Und ja, das Ganze hier ist ab USK 6 freigegeben. Sieht ja sehr japanisch aus. Und ja, hier steht ein Erleben mit Delios, das postapokalyptische Grenzland. Hilft Delios, Grenzdörfer zu verteidigen, Monster jagen im extra Turbogang. Ja, man kann so eine Eidechse spielen. Ich glaube, das ist dieser Delios. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und dann steht hier noch: Positioniere Schützen in deinen Basen, um den Gegnern Parole zu bieten. Und man kann hier auch sein Mi als Charakter darstellen. Das finde ich irgendwie auch cool. Und ja, ich fand den Trailer ganz lustig. Sieht halt sehr japanisch aus. Und ich habe ein Faible für japanische Spiele. Es ist wie Rodea Sky für die Wii U und 3DS. Das ist jetzt auch nicht so das Top-Spiel, aber ich mag es irgendwie. Und ja, das packen wir jetzt mal aus. Ich werde euch auch mal einen Launch-Trailer unten in der Videobeschreibung verlinken, da könnt ihr euch den Trailer ansehen. Hier wird wahrscheinlich nicht so viel dabei sein. Also so sieht das Cover aus. Dann haben wir hier die Karte. Sieht ein bisschen anders aus. Ich hoffe, die Verhältnisse sind in Ordnung, weil es gerade am Regnen ist und etwas dunkler ist. Dann haben wir hier die 3DS-Familie. Aber das ist ein älteres Prospekt, das sollte Nintendo mal aktualisieren. Wobei Pikmin, hey Pikmin, das brauche ich auch noch. Fire Emblem habe ich, da komme ich gerade nicht weiter. New Super Mario Bros. 2 brauche ich noch und auch Super Mario 3D Land brauche ich noch. Das werde ich mir mal in der Select Edition holen. Ja, Yo-Kai Watch 2, ich bin mir sicher, dass wir auch dieses Jahr noch Yo-Kai Watch 3 für den 3DS kriegen. Ich hoffe es zumindest, weil es wäre schade, wenn da nichts kommen würde. Ja, und dann haben wir hier diese Digitalspiele für die Wii U und 3DS und Switch. Ist das schon Switch? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, dasselbe eigentlich immer. Ja, leider nicht viel drin. Außer die dicke Anleitung mit den Hinweisen. Keine richtige Anleitung, die Werbung und die Werbung, die nicht aktualisiert wurde. Ja, ich denke, mir wird das Spiel gefallen. Ich werde es auf jeden Fall mal die Tage jetzt anspielen und hoffe, das kleine Unboxing hat euch gefallen. Holt ihr euch auch noch 3DS-Spiele? Und wenn ja, welche wollt ihr euch in nächster Zeit holen? Also das war für mich so ein kleines Must-Have, weil ich mir denke, das wird irgendwann verramscht, aber ich dachte mir, ich unterstütze das mit dem Kauf, weil es mich irgendwie doch interessiert, auch die Charaktere, diese Tierwesen da. Und als nächstes freue ich mich auf Luigi's Mansion, das Remake. Ich will mir auch noch dieses Rodea Chronicles Rollenspiel holen, da werde ich auch ein Einzelunboxing machen, weil ich finde, das Spiel hat ein Unboxing verdient. Und mal gucken, was ich mir noch so hole, was noch so kommt. Ich bin weg, sage auf Wiedersehen. Das ist doch mein letztes Video erstmal für die nächsten Tage. Ob ich danach noch ein neues drehen werden kann, weiß ich noch nicht, wegen der Arbeit, aber ansonsten seht ihr mich in nächster Zeit wieder. Bis bald, tschüss!